Hi, hier ist der Frank und heute kochen wir mal ein anderes Süppchen, ein Datensüppchen. Schatz beiseite. Wir wollen ja wieder eine Kreuzfahrt machen dieses Jahr und auf den Kreuzfahrtschiffen ist es ja immer so ein bisschen problematisch mit mobilen Daten. Haben wir letztes Jahr ganz schmerzlich erlebt und haben da so eine etwas größere Rechnung gezahlt, was nicht schön ist, aber okay, das Ding ist, haben wir jetzt gelernt, damit ist das Thema durch für uns jetzt. Aber wenn man viel filmt und fotografiert, hat man halt das Problem, dass man ja irgendwo mit den Daten hin muss, die entstehen. Und gerade wenn man mit dem iPhone, also wir haben uns jetzt überlegt, dass wir wahrscheinlich fast alles mit dem iPhone filmen werden oder mit meiner kleinen DJI. Ich nehme zwar meine große Kamera mit, aber ich glaube nicht, dass ich sehr viel damit filmen werde. Ich werde wahrscheinlich eher DJI, vielleicht werde ich auch mit meiner GoPro, wenn wir Wale gucken gehen sollten, nehme ich meine GoPro mit. Aber müssen wir mal gucken. Ich weiß das noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall iPhone, DJI, Osmo Pocket, die werden halt in Bewegung sein. So, wo bleiben wir mit den ganzen Daten? Das ist halt ein echtes Problem. Wenn wir WLAN hätten, so wie hier jetzt zu Hause, dann wäre das alles kein Problem. Dann komme ich nach Hause und dann schiebe ich über mein internes LAN hier die Daten hin und her. Oder ich baue die SD-Karten aus und schiebe die mal eben schnell in meinen großen Rechner und dann werden die Daten dort gespeichert. Mein großer Rechner ist viel zu groß, der bleibt hier zu Hause. Mein MacBook werde ich auch nicht mitnehmen. Das ist mir auf Dauer zu schwer, zu groß. Und da gibt es halt auch andere Möglichkeiten. Dafür habe ich mir überlegt, ich habe mir dieses Spielzeug gegönnt. Das ist ein iPad Pro 12.9. Da hat man dann ja mittlerweile auch die Möglichkeiten, externe Platten dran zu hängen und wir können unsere Daten darüber speichern. Die letzten Jahre habe ich halt immer von Intenso so eine Platte mitgehabt. Die hat ein eigenes WLAN und hat hier an der Seite auch einen SD-Karten-Slot, der mir aber nicht zuverlässig genug ist. Weil ich habe das schon gehabt, dass ich meine SD-Karte da reingesteckt habe, habe es dann ausgelöst. Hier, diese Taste hier, kann man das auslösen und dann lädt er im Endeffekt die Daten darunter und dann werden die hier gespeichert. Dann hat er mittendrin abgebrochen oder er hat es gar nicht runtergeladen. Das sind so Sachen, da habe ich gar keinen Spaß dran. Dann über den Rechner, über das WLAN, das hier drauf zu schieben, das kann man machen, das ist gar kein Problem. Ich werde die auch mitnehmen, glaube ich. Weiß ich noch nicht gar nicht so ganz genau. Dann aber als zweites Backup. Primär werden wir das dieses Jahr anders machen. Dafür habe ich mir Hardware organisiert, also dieses iPad habe ich mir gekauft und ich habe mir diesen USB-Adapter gekauft mit ganz vielen Anschlussmöglichkeiten. Also USB-A geht da dran, USB-C geht da dran, HDMI und er hat auch automatisch gleich noch SD-Kartenlesegerät drin. Das Ding kann ich sehr empfehlen. Der ist gar nicht teuer. Das ist eine Gemeinschaft von chinesischen Studenten, die sich hingesetzt haben, haben dieses Ding designt, hat noch so einen Gummibumper drumrum und rennt wie Hulle. Echt, das Ding ist einfach nur geil, bringt echt Spaß. Werde ich euch gleich zeigen. Und ich habe mir eine SSD gekauft, die schön schnell ist, die USB-C kann. Und über einen Adapter auf USB-A. Das heißt, ich kann sie sowohl an meinem iPad als an meinem MacBook verwenden. Erzähle ich euch auch gleich noch mehr zu, weil man muss das Ding vorbereiten. Man kriegt ihn sonst nämlich nicht zum Laufen an dem iPad. Das funktioniert sonst nicht. So, andere Frage ist, wie handle ich das jetzt weiter mit meinen Daten? Ich kann natürlich auch mein kleines Tray hier mitnehmen. Das ist voll mit SD-Karten, kann die natürlich auch voll machen mit meiner Kamera und dann hier in Hamburg wieder auslesen, wenn wir hier sind. Ich würde aber gerne zwischendurch schon mal sehen, was ich da so getan habe. Ich will das nicht bearbeiten. Bearbeiten mache ich, wenn ich wieder in Hamburg bin. Ist nur eine Woche, das kann man auch hinterher machen.
Aber was mache ich zum Beispiel mit den ganzen Daten vom iPhone? Das iPhone ist irgendwann voll. Wenn ich da 4K-Videos mache, mit voller Auflösung, dann ist das iPhone ratzfatz voll und dann müssen die Daten irgendwo hin. Da habe ich mir deshalb überlegt, dass ich das Ganze über AirDrop die Daten dann hier aufs iPhone schieben werde, beziehungsweise direkt dann gleich auf die SSD. Und dann kann ich sie mir von da aus auch anschauen, ob die gut sind oder nicht gut sind. Kann da eventuell auch schon das eine oder andere löschen. Auf jeden Fall kommen sie hier vom Telefon runter. Und das ist mir am wichtigsten. Und gar nicht erst in die Cloud, weil die Cloud explodiert dann irgendwann auch. Das wollen wir gar nicht. Und ja, ich glaube einfach, wir schalten jetzt mal um. Ne? Dann gehen wir jetzt einfach mal und dann zeige ich euch am iPad, wie ich das dann machen will. All I feel is blue. So, hier habe ich mein iPad Pro 12.9 mit meiner Software drauf und das nehme ich mit in Urlaub, werde damit halt meine Daten zwischenspeichern bzw. und auch bearbeiten ansehen, damit ich halt mal ein bisschen weiß, was ich da auch so produziere im Urlaub. Dann habe ich mir eine SanDisk SSD extern gekauft, die ist wasserfest, stoßfest, soll man runterschmeißen können. Hat hier oben so ein schönes Auge, wo man halt einen Karabiner rein machen könnte. Könnte sich die dann auch so an die Hose hängen, wenn man da Bock drauf hat. Ich finde die einfach niedlich. Es wird irgendwie davon geredet, dass sie nicht unbedingt die beste ist. Es gibt scheinbar noch bessere als diese, aber ich finde, also die ist irgendwo schon ganz oben, spielt die mit. Von daher glaube ich, ist die schon sehr, sehr gut. So, da gibt es dann halt dieses Kabel dazu. An diesem Kabel, dafür gibt es dann noch einen Adapter von USB-C auf USB-A, sodass man die halt auch am MacBook anschließen kann. Ich habe diese Festplatte formatiert in FSS-Format. Das arbeitet halt bei Apple halt mit Tin Machines zusammen. Und ein weiterer großer Vorteil ist, dass man auch Dateien, die 4 GB groß sind und größer, darauf sehr gut speichern kann. Und Nachteil von dem Extended Journal ist halt, dass es nicht von Windows so unterstützt wird. Das heißt, man muss sich halt immer einen Treiber dafür besorgen, damit man die Platte dann direkt anschließen kann und dass sie erkannt wird. Ich werde aber die ganzen Daten, die entstehen und da drauf sein, dann, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, da drauf sind, werde ich, hier habe ich ein NAS in meinem WLAN-System hängen, werde die sowieso da drauf schieben, weil ich sie dort halt alle speichere und werde die dann von da aus auf meinen Windows-Rechner ziehen. So, um euch einfach mal zu zeigen, wie ich das machen will, werde ich jetzt einfach mal die Platte da anschließen. So. Dann kann man auf die Platte über den Dateienordner zugreifen. Da gibt es dann hier an der Seite, kann man halt sehen, FGTH SSD Mac. Das ist die Datei. Hier liegt schon ein Video von mir drauf, was ich da schon mal drauf geschoben habe, um einfach mal zu gucken, wie schnell das ist. Und das ist schon mega schnell, wie schnell man die Daten da so drauf schieben kann. Ich kann jetzt ja mal von meinem Telefon ein Video kurz hier rüber schieben. Dann gehen wir mal hier eben schnell in meinen Videoordner, nehmen eins der Videos, das hier, und schieben das hier mal eben schnell auf mein iPad. Na, wollen wir mal. Also gestern ging das sehr schnell. So, jetzt meldet er es, dass es da ist. Da ist es schon. Also, das nennt sich Geschwindigkeit. Das Video ist da. So würde ich die Videos dann hier rüberschieben, die ich mit meinem Telefon gemacht habe. Würde dieses Video dann von iPad aus wegnehmen und würde diese Datei dann sichern. Also nochmal langsam, damit es alle gesehen haben. Man kann ja hier oben auf den
Teilen-Symbol gehen. Da gibt es in Dateien sichern. Da kann man drauf gehen, dann kann man den Ort sich suchen. Den habe ich gestern mir schon vorbereitet. Da ist wieder meine externe Platte. Da habe ich einen Ordner reingetan. Und dann kann ich sagen, da möchte ich die gerne reinhaben. So werde ich das dann im Urlaub auch machen. Und dann schiebe ich die halt darüber. Und dann können wir ja einmal kurz hier rausgehen. Hier ist Dateien. Dann müssen wir hier einmal einmal der Speicherort, die Platte, da ist Video Urlaub, der Ordner und da liegt das Video. Und das war schon mal verdammt schnell. Und dieses Video hat eine Größe von 300 oder 400 MB gehabt. Also das schiebt der so im Sekundenbereich darüber. Also simpel und einfach. So, der andere Weg ist, den ich machen werde, da ich ja meine große Kamera auch mitnehmen werde und werde damit halt meine Fotos machen, habe ich mir halt so ein wunderschönes Tool gegönnt, hatte ich ja eben schon erklärt. Da kann man hier an der Seite schön die SD-Karten, ob in klein oder groß, ich kann sie ja dann mal in klein reintun, da hineintun. So, den hier einfach unten dran stecken. Dann gehen wir wieder auf Dateien, Speicherort, No Name, Privat. Und hier müssten die ganzen Clips liegen. Hier sind wieder Clips. Den kann ich von hier aus anfassen, kann den in meine Ordner auf dem MacBook legen und kann die dann von da aus dann wieder auf meine Platte schieben. Das mag vielleicht ein bisschen umständlich wirken, ist aber, finde ich, eine sehr sichere Sache und ich habe immer die Möglichkeit, nebenbei auch schon mal auszusortieren und zu schauen, wie sind die Videos geworden. Ich muss ja auch nicht alles mit mir rumschleppen, weil wenn so ein Video überhaupt nichts geworden ist, dann kann ich es auch von vornherein gleich expiren. Das muss ich ja nicht unbedingt dann hier erst zu Hause in Hamburg machen. Ja, ich hoffe, dass euch das jetzt schon ein bisschen weitergeholfen hat. Also ich finde, diese ganzen Teile, diese beiden Teile, die ich mir jetzt dazu gekauft habe, finde ich sehr praktisch und sehr gut. Waren auch gar nicht so fürchterlich teuer. Natürlich sind diese externen SSDs, werden momentan auch so ein bisschen gehypt, weil sie halt auch sehr, sehr schnell sind. Sind sie nicht ganz so günstig, aber dafür, dass sie, auch wenn man als Backpacker unterwegs ist, halt stoßfest ist, wasserfest, halt ein bisschen was ab kann, finde ich die schon sehr schön. Die von Western Digital sieht ein bisschen anders aus, ist glaube ich auch nicht ganz so beschrieben, so waterproof etc. Also ich fand die ganz geil und sieht irgendwie auch noch ganz basic aus. Und diesen Adapter finde ich halt, ja, ich finde ihn einfach ultra gut, weil erstmal ist er schön stabil gebaut, dann hat er außen diesen Gummibumper, das heißt, auch wenn er irgendwo drin liegt und ein bisschen hin und her scheuert, macht er einem da nichts kaputt. Ein gutes Kabel dabei, was auch ummantelt ist, auch mit Metall an den Ecken. Und man hat halt viele schöne Möglichkeiten, unter anderem hier vom Gerät aus, habe ich gestern ausprobiert, auf meinen großen Fernseher, um dann zu übertragen. Klasse Nummer, funktioniert ohne Probleme. Also kann ich sehr empfehlen. Dann zusätzlich habe ich noch so einen netten kleinen Adapter vom Micro-USB auf USB-C. Den habe ich an meinem ein Ladekabel gehabt und habe damit dann von meiner großen Powerbank, die ich auch mitnehmen werde, die ist natürlich, ist ein Riesenklotz und ist natürlich auch mega schwer. Vorteil des Ganzen ist aber, ich habe hier die Möglichkeit, mein Telefon auch zu laden, was natürlich jetzt im Vorführeffekt nicht funktioniert. Man muss das Teil natürlich auch anmachen, damit es geht. Seht ihr, er lädt mir das sofort auf. Kabellos, finde ich, ist eine tolle Nummer
und hat zusätzlich noch zwei USB-A-Anschlüsse, Micro-USB zum Aufladen. Damit habe ich jetzt die letzten Male mein iPad aufgeladen. Das lädt er super schnell auf und ich glaube 15 oder 20% von der Powerbank brauche ich nur, um den aufzuladen. Das geht rasend schnell. Das Ding habe ich auf meinen ganzen Urlauben, auch wenn das Ding immer sehr schwer ist und ein ziemlicher Klotz ist. Ich habe das Teil trotzdem immer mit und das werden wir jetzt auch wieder mitnehmen. Ich mache euch mal unten den Link rein, damit ihr euch das Teil mal angucken könnt. Ja, ich glaube, das war's. Meine Vorstellung, wie ich das jetzt im Urlaub, mein Datenmanagement, handeln werde. So, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass meine Erklärungen gut waren, dass ihr damit was anfangen konntet. Also ich habe bestimmt 1,5 Stunden gesessen, um wirklich rauszufinden, ob dieses iPad wirklich eine SSD, also eine externe Festplatte, unterstützt oder nicht, weil ich habe kein deutsches Video gefunden, worin es wirklich erklärt worden ist und wie es wirklich funktioniert. Ich bin dann hinterher im Endeffekt zu Apple gegangen und habe dort gefragt. Da wusste der erste Verkäufer es auch noch nicht mal. Da mussten wir dann auch noch erstmal zu einem Kollegen gehen, der es dann wirklich sagen konnte. Also, ich hoffe, mein Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, gebt uns einen Daumen nach oben. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, Kritik, schreibt sie unten einfach in die Kommentare rein. Ich freue mich drauf und ich werde es beantworten. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank.